Hallo Leute, wir sind mittlerweile am Tag Nummer 5 der D-Tube Vlogging Aktion angekommen. Und ja, wer das gestern mitbekommen hat, beziehungsweise wer gestern meinen Beitrag gelesen hat auf Steemit, der hat ja gesehen, dass es mit D-Tube aktuell nicht ganz so gut läuft. Das liegt daran, dass es mir gestern partout nicht gelungen ist, innerhalb von 6 Stunden ein kleines Video hochzuladen, sondern irgendwie immer ja, Abbrüche bekommen habe, unbekannte Fehler und keine Ahnung habe, woran es liegt. Am Ende habe ich es so gelöst, dass ich das Video auf YouTube hochgeladen habe, den Link versteckt habe. Man kann bei YouTube verschiedene Optionen wählen, öffentlich, privat und nicht gelistet. Ich habe das Video auf nicht gelistet gesetzt und habe dadurch dafür gesorgt, dass meine YouTube-Abonnenten es nicht sehen, sondern nur ihr, die den Link dafür besitzen. Es ist nicht optimal, denn die Reihe heißt ja D-Tube Daily und ich möchte schon gern auf D-Tube posten. Ich habe es bisher nicht lösen können. Falls ihr mir da noch Anmerkungen geben könnt, Ideen habt, immer her damit. Übrigens trage ich diese Mütze aufgrund des Wetters. Das ist keine Produktplatzierung. Nur falls das irgendjemand vielleicht bemerkt, weil ich jetzt schon 2 Videos mit Hut habe. Das liegt einfach daran, dass es heute mehr oder weniger absolut unbeständig ist. Es regnet, also richtig stark. Dann scheint 10 Minuten die Sonne, dann regnet es, dann scheint die Sonne. Ich glaube, ihr seht, dass wir gerade die Sonnenphase haben, aber das hält nicht so sehr lange. Und da ich absolut keine nassen Haare mag, beziehungsweise keinen nassen Kopf, habe ich momentan diese Mützen dabei. Und ja, das ist mehr so ein Placebo. Ich weiß, wenn es regnet, dann werden meine Haare trotzdem nass. Aber man fühlt sich trotzdem besser als im strömenden Regen ohne alles. Und ich bin kein Regenschirmmensch. Ich kann das überhaupt nicht haben, wenn ich einen Schirm in der Hand habe. Das stört mich extrem. Deswegen habe ich hier so eine Zwischenlösung gefunden. Einige, beziehungsweise ich glaube 2 oder 3, hatten sich gewünscht, dass ich euch so ein bisschen meine Lieblingslocations aus Berlin zeige. Wir sind hier gerade in einer angekommen. Ihr seht jetzt nicht ganz so viel über die Frontkamera. Das ist sehr schade, weil das echt schön hier ist. Wir sind im Landschaftspark in Adlershof. Und wer auf Steemit mitliest, der hat vielleicht meinen Beitrag über den Landschaftspark schon gelesen. Den habe ich im Sommer geschrieben und euch da so ein paar Fotos und Eindrücke gezeigt. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal nach. Da kriegt ihr so ein bisschen was über, ich glaube, die Geschichte des Platzes mit, so ein paar Schnappschüsse, wie das hier aussieht und seht da ein bisschen mehr als jetzt gerade. Heute ist Montag, das heißt für mich, dass ich heute gern dass ich heute noch einen Livestream streamen möchte bei Facebook. Ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, so einmal, vielleicht auch zweimal, je nach Thema, pro Woche zu streamen über Facebook und das anschließend auf YouTube hochzuladen. Und es ist ja nun wieder einiges passiert. Die Woche hat gerade erst angefangen. Ich habe heute schon 3 Mitteilungen in den Nachrichten gesehen, wo ich nur gesagt habe, in was für einer Welt lebe ich? Wie kann man so, weiß nicht, also wie kommt sowas zustande? Zum einen ist es ja nun so, dass wir in Berlin häufiger mal irgendwelche Staatsbesucher haben. Das ist an sich ja vollkommen normal, das finde ich auch nicht schlimm. Nun hat sich allerdings jemand angekündigt, den ich, so wie viele andere aus Berlin, aus Deutschland, nicht ganz so mögen. Nämlich Herr Erdogan. Der gute Herr residiert, wo sollte es sonst sein, im Adlern. Und legt von Donnerstag bis Samstag wahrscheinlich die ganze Stadt lahm. Also ganz Mitte und das Regierungsviertel. Die Anwohner dürfen wohl ihre Fenster nicht öffnen, sie dürfen ihre Häuser zu bestimmten Zeiten nicht verlassen, sie dürfen keinen Besuch empfangen und es gibt massive Einschränkungen, die die Leute bitte stillschweigend hinzunehmen haben. Denn wenn da der, weiß nicht, in meinen Augen Hobbydiktator anreist, dann hat der Rest gefälligst mitzuspielen. Und das ist in meinen Augen ein vollkommen falsches Signal. Ihr dürft gern eine andere Meinung haben, ich kann diesen Mann überhaupt nicht ausstehen und ich verstehe nicht, wie da so ein Riesendrama drum gemacht wird, nur weil er da mal 3 Tage hier rumhängt. Ja, mein Gott, soll das tun. Ein Zelt irgendwo hat es auch getan. Meine Meinung, ihr dürft das anders sehen, wie gesagt. Das war Meldung Nummer 1. Ich führe das nachher im Facebook-Stream noch ein bisschen genauer aus. Für die, die auf YouTube zuschauen, ihr seht das Video erst am Mittwoch. Also, wenn ihr das Video seht, ist der Stream schon online. Für die Steemianer, wahrscheinlich so gegen 21 Uhr, 20 Uhr, könnt ihr gerne auf Facebook auch mitschauen. Der Stream wird anschließend relativ zeitnah auf YouTube online gestellt. Das war Meldung Nummer 1. Eine Sache dazu noch schnell kurz gefasst. Man darf nicht vergessen, dass die Wohnungen dort im Umkreis Brandenburger Tor, Adlon, generell Mitte, unglaublich teuer sind. Das heißt, die Leute zahlen da nicht selten mal eben 5-stellige Beträge. Im mittleren 5-stelligen Bereich. Und die dürfen nur, weil da irgendwie so ein Typ zu Besuch ist, die Fenster nicht aufmachen. Findet ihr das okay? Ich nicht.
Meldung Nummer 2, Herr Maaßen. Da darf auch wieder jeder andere Ansichten haben. Ich persönlich finde Herrn Maaßen erstmal sehr interessant. Er hat sehr, sehr lange einen sehr guten Job gemacht, in meinen Augen. Und dieses Postengeschachere aktuell, das ist eigentlich nur ja, ein Symptom eines nicht unbedingt sinnvoll funktionierenden Postensystems. Für die, die es nicht wissen, der Herr Maaßen war sehr lange Verfassungsschutzpräsident, hat dann Frau Merkel widersprochen. Er hat nämlich gesagt, es gibt aktuell keinen Beweis für Verfolgungsjagden. Denn ihr wisst, Chemnitz, die ganze Sache, wo angeblich irgendwelche Menschen verfolgt wurden, wo es nur ein einziges Video gibt, was das angeblich beweisen soll, was auch irgendwie eher dubioser Herkunft ist. Daraufhin hat Herr Maaßen, nachdem Frau Merkel meinte, ja hier Verfolgungsjagden verurteilt sie ganz scharf, gesagt, dass es aktuell dafür gar keinen Beweis gibt. Nun musste er daraufhin gehen. Er wurde seiner Position als Verfassungsschutzpräsident enthoben und sollte ursprünglich einen anderen Posten im Innenministerium bekommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was genau er da machen sollte. Ich habe die Bezeichnung vergessen. Und hätte dann 2000 Euro mehr pro Monat bekommen. Fand da ein Fräulein Annales. Ich finde dieses Wortspiel, es ist gemein, aber es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ihr könnt euch da eure Gedanken zu machen. Mir tut die Frau mit dem Namen doch leid. Ich frage mich, wie Eltern ihren Kind sowas antun können. Aber Fräulein Annales meinte daraufhin, dass das ja gar nicht geht. Und nun entbrannte diese Personaldebatte ein weiteres Mal. Der gute Herr soll jetzt wohl einen neuen Posten geschaffen bekommen, den es vorher nicht gab. Und auf diesem Posten verdient er wohl Pi mal Daumen 11.000 Euro. So, das ist also eine neue zusätzliche Stelle, finanziert von Steuergeldern, die mal eben 11.000 Euro pro Monat zusätzlich kostet. Wäre er einfach nur befördert worden, hätte er 2.000 Euro mehr bekommen. Er persönlich hätte mehr Geld gehabt, das stimmt. Allerdings wären die Kosten weitaus geringer gewesen, denn es ist ein Unterschied, ob man einer Person 2.000 Euro mehr gibt ohne Zusatzstelle oder ob man eine komplett neue Stelle aus dem Boden stampft, die mehr als 10.000 Euro rein Personalkosten verursacht. Ich halte das für kontraproduktiv und das bläht diesen ganzen Wasserkopf der Verwaltung nur noch weiter auf. Ich hatte noch ein drittes Thema, worüber ich mit euch reden wollte. Das habe ich komplett vergessen gerade. Ich hoffe, das fällt mir zum Stream wieder ein. Ihr seht vielleicht, dass ich heute die Ella dabei habe. Wo ist sie da? Und nicht die Juna. Denn für Juna ist es heute ein bisschen zu nass und der Mops, der freut sich, wenn er auch mal rauskommt. Ich setze meinen Spaziergang erstmal fort und schaue dann, ob ich dieses Video heute auf DTube hochgeladen bekomme. Ich hoffe, es war nicht zu viel Input in zu kurzer Zeit oder ich habe nicht zu lange gelabert, je nachdem. Und vielleicht sehen wir uns im Stream wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Montagabend und bis zum nächsten Mal.